Nach kurzem Telefonat mit dem Landschaftsverband Rheinland findet man viele Erfolgsgeschichten von Menschen mit Behinderung im harten Berufsalltag. Mit Spaß dabei, leistungsstark und zuverlässig. Echte Teammitglieder eben. Doch so schön wie hier ist es nicht immer. Viele Arbeitgeber schrecken noch zurück vor der Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung. Aber die Bereitschaft der Arbeitgeber hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das können wir wirklich feststellen. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Aufmerksamkeit doch in den letzten Jahren sich verstärkt hat. Dass man gesehen hat, der Mensch mit einer Schwerbehinderung ist nicht nur der, der im Rollstuhl sitzt, sondern dass dort die Formen der Behinderung sehr, sehr vielfältig, sehr mannigfaltig sind. Dass es aber auch viele Möglichkeiten gibt, sie im Betrieb, im Unternehmen zu beschäftigen. Dabei gibt es sehr viele Hilfen für Unternehmen, die sich entschließen, einen inklusiven Arbeitsplatz zu schaffen. Die Information dazu stockt. Das Wissen ist nicht flächendeckend in Unternehmen angekommen. Noch nicht. Betroffenenverbände sehen gute Fortschritte. Das Problem ist nur, wie es erreicht werden kann, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich von sich aus an den LVR wenden und um diese Informationen bitten. Und da hat sich einfach gezeigt, dass wir mehrere Anlaufstellen brauchen, dass beispielsweise die Handwerkskammern und die Handelskammern auch wichtige Ansprechpartner sind, um sozusagen den Bann zu brechen, um tätig zu werden. Die RehaCare in Düsseldorf, die Messe für Hilfsmittel und Belange von Menschen mit Behinderung, beschäftigt sich dieses Jahr schwerpunktmäßig mit Inklusion am Arbeitsplatz. Ziel ist hier, wie jedes Jahr, zu verdeutlichen, dass im Grunde fast alles möglich ist.